Anis, du bist ja heute so schnell wie zwei Langsame. Ja, und der BVB als Bayern-Verfolger, das läuft wieder. Schön in Köln verloren. Alter Schwede, in Unterzahl. Ja sicher, den Modest zähle ich nicht dazu. Wir waren mit 10 Mann auf dem Platz. Den Modest hast du nur einmal gesehen, als er den Baumgart am Anfang umarmt hat. Nach dem Spiel hätte ich dem Modest in der Kabine, hätte ich dem so eine Violine in die Hand gedrückt. Ne? Ich so, komm, Modest, spiel mal. Merkst selber, hieß Spiel, schön vergeigt. Hermann, werd doch im nächsten Leben einfach Hausstaubmilbe. Den ganzen Tag nur liegen und fressen. Stefan, bei deiner Verpflichtung haben alle gesagt, der Stefan ist ein Geschenk. Und ich frage mich mittlerweile, wo ist denn der Kassenbon zum Umtauschen? Beim BVB ist die Leistung aktuell, wie wenn du so eine Chipstüte aufreißt. Fehlt die Hälfte. Die Abwehr, ey, Schlotterbeck, ist mehr Schlotter als Beck. Und dann. Mit dem Süle in der Innenverteidigung, das ist ja auch Nationalmannschaft. Ne? Spielen die beiden ja auch. Hat die WM irgendwie verdient, das muss man ganz klar sagen. Für den BVB geht's jetzt gleich weiter, Champions League, ne? Sevilla. Hat mein Andi. Andi! Letztes Jahr hat mein Andi da Junggesellenabschied gefeiert. Die Jungs hatten so ein geiles Motto-Shirt. Da war drauf so ein Opernsänger mit einer Kiste Pilz. Und drauf stand ein paar Bier von Sevilla. Patrick, bei dir sind die Probleme zu und nicht Bauch, Beine, Po. Nee, der Kopf! Ja, und die Bayern haben da einen Sieg gegen Leverkusen erstmal schön nochmal gefeiert, ne, auf dem Oktoberfest. Weißwurst, Ballermann. Ist jetzt auch wieder dicht. Dafür kommt jetzt Dienstag schon nach Bayern Viktoria Pilsen. Prost. Die Gläser auf dem Oktoberfest, die sind ja so groß wie Whirlpools und das Bier da drin genauso warm und auch so teuer. Oktoberfest habe ich mir dieses Jahr geklemmt, krieg hier genug eingeschenkt. Wer war auf dem Oktoberfest wieder der Vollste? Die Ausnüchterungszelle. Hermann, du brauchst dich abnehmen. Nö, kauf dir einfach einen Push-Up-BH, wenn du nach dem Spiel aufmachst, dann fällt einfach die Hälfte weg. Manuel Neuer lässt ja jetzt seine Fans abstimmen, welche Farbe sein Trikot nächste Saison haben soll. Sollen die Schalke-Fans auch mal machen, dann wird die Farbe auf jeden Fall klar. Schwarz. Ganz ehrlich, der Neuer, das wäre das erste demokratische Testtool für Fans, das die mitteilen. Ja sicher. Manuel, lass doch die Fans mal abstimmen, was das Ding kosten soll. Wahrscheinlich für so einen Polyesterlappen, der nach 2 Minuten stinkt wie Oma unterm Arm, kannst du am Ende wieder über 100 Euro zahlen. Lass mir die Farbe doch am Ende scheißegal. Hermann, fängst du den Ball vielleicht mal? Werf ich dir gleich einen Joghurt aufs Tor, das sagst du auch. Ja, Trainer, der ist nicht mehr haltbar. Die Stadt Nürnberg hat jetzt entschieden, das Flutlicht wird ausgestellt ab 21 Uhr. Heißt, keine Samstagabendspiele mehr für den 1. FC Nürnberg. Naja, müssen die Spieler halt ins Stripclub. Ja, da gibt's genug Scheinwerfer. Die Nürnberger Polizei, die nutzt jetzt auch keine Elektroschocker mehr, sondern Brennnessel. Und ich habe für euch den ultimativen Energiespartipp. Hoppst du, pass auf. Ich wupp ja, meine Bude ist ja sozusagen neben, ich wohne neben dem Platz. So. Und mit dem Teil, ne, kannst du jetzt über den Winter richtig Energie sparen, indem du das Ende hier einfach beim Platzwart anschließt. Kevin! Boah, der ist so hohl, weil die Bierpreise jetzt steigen, fordert der Kevin zur Preissicherung einen Bierdeckel. Und beim BVB? Ja, und beim BVB. Hermann, brauchst du nicht abnehmen, ne? Kauf dir einfach einen Push-Up-BH, wenn du den nach. Den nach. Ja, die Bayern haben nach den. Nach den. Nochmal?